Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Guide für Rent. Es geht weiter und wir stehen vorm Spirit Stable, vorm Taming Workshop und naja, ne, damit wisst ihr, um was es geht. Es geht ums Zähmen von Kreaturen, das wollen wir uns heute anschauen. Grundvoraussetzung dafür, um das machen zu können, ist eben der Spirit Stable. Den schalten wir frei im Mystiker Forschungsbaum und zwar gleich in der ersten Reihe. Ich empfehle es schon, das rechtzeitig zu machen. Es ist durchaus sehr mächtig und sehr sinnvoll, ein paar Tiere mit am Start zu haben. Und sei es nur als Lastenkollegen, wo man einfach ein paar Ressourcen reinschmeißen kann beim Farmen. Der Spirit Stable, nachdem er dann erforscht ist, lässt sich ganz normal bauen in der Construction. Wo steht das Ding? Hier im Construction-Ding da. Wo wir die anderen Bauwerke auch bauen, können wir uns gleich auch wegen mir nochmal anschauen. Und wir brauchen dafür relativ viele Ressourcen in der Menge, aber keine besonders raren Dinge. Ja? Lumber, Bricks, Metal Bars, Tross, ja? Fiber Twine, alles easy zu besorgen, eben nur ordentliche Menge. Dann baut man das Ding, platziert es wie jede Plattform, jede andere Maschine auch, setzt es hin, braucht also einen Slot hier frei in der Basis. Das sollte man eben immer bedenken. Und hier schauen wir es uns kurz an. Das ist hier ganz normal unter Base Upgrades Construction Shop. Und hier steht dann da der Spirit Stable drin. Der Spirit Stable lässt sich auch nochmals upgraden, ebenfalls im Mystiker Baum, dann auf Tier 2. Dann bekommt er mehr Slots. Und insbesondere, das sehen wir uns jetzt hier mal an, zusätzlich gibt es weitere fortgeschrittenere Zähmwerkzeuge, die schauen wir uns später an. Die Slots sind begrenzt. Man kann hier beim ersten Schritt, das sieht man jetzt hier gar nicht, 4 Kreaturen gezähmt haben und im Stall lagern sozusagen. Und da kommen dann nochmal 2 dazu. Also dann auf 6 Slots. Und ich schätze mal, da hier, genau, da kommen dann 10 Slots und naja, so weiter halt. Also, insofern, sehr sinnvoll, das dann auch zeitnah abzugraden. Und dann auch die fortgeschrittenen Werkzeuge zu haben. Um ein Tier zu zähmen, müssen wir das in unserer normalen Welt mit einem Zähmkristall markieren, anschließend töten. Dann verschwindet dieses Tier und taucht in der Spirit-Welt wieder auf. Im letzten Guide haben wir uns diese Spirit-Welt angeguckt und wie wir dort rüberkommen. Jetzt werden wir noch ein paar weitere Methoden kennenlernen, wie wir dort reingelangen. In dieser Spirit-Welt angekommen, werden wir dann dieses Tier zähmen können mit speziellen Zähmpfeilen, Zähmbogen. Und wir müssen dabei achten, das eben nicht zu töten. Im Grunde genommen laufen also die zwei Balken Leben und Zähmung gegeneinander. Das Leben nimmt ab, die Zähmung nimmt zu. Das Tier darf nicht sterben, bevor der Zähmbalken voll ist. Das ist momentan das Geheimnis. Eventuell kommen später oder es sind vielleicht auch schon andere Zähmmethoden im Spiel. Das werden wir dann nach und nach herausfinden. Das ist jetzt die erste, einfachste Zähmmethode. Weitere sind mir noch nicht bekannt, vielleicht bei fortgeschritteneren Tieren und dergleichen. Müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall brauchen wir eben die Sachen, die hier im Taming Workshop zur Verfügung stehen. Der angesprochene Kristall ist hier zu haben. Spirit Residue und Sunstone Topaz brauchen wir. Spirit Residue in der letzten Folge beschrieben. Wenn wir Seelen sammeln gehen, dann erhalten wir, sobald wir die am Divinity Stone abgeben, eben diese Spirit Residue. Den Sunstone Topaz weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal erwähnt. Wir machen es ganz kurz. Geh zum nächsten Stein, rüste deinen Hammer aus, rechtsklicke auf den Stein und erhalte Topaz Geoden neben diesem ganzen anderen Gerümpel, das wir jetzt gerade mal wieder wegschmeißen. Und diese Topaz Geoden kann man mit Rechtsklicks salvagen, also auseinandernehmen und erhält dann unter anderem Sunstone Topaz, aber eben auch normalen Topaz und Topaz Shards. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Und den Sunstone Topaz nehme ich mir sogar mit, weil er ist so selten. Ihr werdet also einige Geoden sammeln müssen. Ich habe hier die Ressourcenmengen ja hochgedreht. Einige Steine kloppen müssen. Wenn ihr allerdings dabei seid, die Basis auszubauen, braucht ihr viel Stein. Immer beim Steine kloppen, nicht nur den Crumblestone mitnehmen, sondern auch immer mal rechtsklicken und den Flint mitnehmen. Dann gibt es diese Geoden häufiger. Beim normalen Linksklick gibt es sie auch, aber rechtsklick scheinen sie mir häufiger. Immer mal machen. Flint braucht man auch, spätestens für Pfeile. Und dann hat man am Ende auch genug Sunstone Topaz hier zum Bauen. Damit kann man dann die Kristalle anfertigen. Ich habe hier schon mal 7 gebaut. Brauchen wir jetzt nicht machen. Wichtig ist dann selbstverständlich, das Vieh ist dann jetzt in der Spirit-Welt. Wir müssen es zähmen können und dafür brauchen wir einen Zähmbogen. Der Bogen sollte relativ wenig Schaden machen. Extra dafür gibt es hier den Spirit-Taming-Bow mit nur 5 Physical Damage. Zum Vergleich, der Simple-Bow vom Anfang macht 6
physischen Schaden. Wenn man ihn als Flimsy baut, hat er, glaube ich, weiß ich nicht, zwischen 3 und 5 irgendwas Geringeres als 6 auf jeden Fall, sehr wenig. Der Flimsy Bow wäre theoretisch somit der idealste Bogen, um diese Zähmung zu machen. Nur, wenn man jetzt anfängt, einen Simple Bow zu bauen, wird man wahrscheinlich immer was Besseres rausbekommen und nicht mehr den gewollten Flimsy. Aber man kann es probieren. Ansonsten hier bauen, relativ teuer, Wrathwood Branches. Dazu brauchen wir die Wrath Robes. Da muss man Tensel Wines für farmen und eben Sandstone Topaz. Und das ist sehr teuer dadurch. Denn Leather kriegt man relativ einfach. Spirit Residues sind ja bereits erklärt. Brauchen wir aber deren 30. Das ist viel. So, aber wir bauen uns mal einen und sehen, der kriegt hier eine zusätzliche Gammelfleisch. Der kriegt ein zusätzliches Gammelfleisch. Der kriegt eine zusätzliche Fähigkeit. Diese Fähigkeit sollte auf keinen Fall Schaden sein. Ja, das also auf jeden Fall dann wegmachen, wenn sowas rauskommt wie Leben oder ganz ideal, der, den ich hier ausgerüstet habe, hat Bonus Range. Das ist natürlich das Perfekte sozusagen. Dann kann man von schön weitem die Tierchen zähmen. So, wenn man jetzt den Bogen hat, braucht er natürlich auch Munition. Dafür stellen wir uns zunächst Rough Arrows her. Ich mache jetzt einfach nur mal ein paar. Und anschließend können wir diese Rough Arrows zusammen wieder mit Spirit Residue zu Zähmpfeilen machen. Ich habe hier schon mal ein paar gehabt. Und die sind dann eben dazu da, um 2 Zähmpunkte pro Schuss da reinzuhauen. Und alle 5 Sekunden, das ist so ein bisschen eine Zeit, die da läuft. Aber die Zähmung geht auch sehr schnell wieder runter. Man muss also in einer wirklich schnellen Frequenz momentan ballern. Wenn wir das Upgrade hätten hier, dann, also Tier 2, dann könnten wir hier auch die besseren Pfeile herstellen, die dann eben 5 Zähmpunkte hinzugeben, also über das Doppelte, ja, das 2,5-fache der normalen Pfeile. Wir werden das für höhere Kreaturen brauchen. Wenn wir jetzt mit den normalen Pfeilen losziehen, werden wir am Ende mehr Schaden als Zähmung machen und damit die Kreaturen, die relativ viel Zähmpunkte brauchen, eben um überzeugt zu werden, zu uns in den Stall hier zu kommen, werden wir dann killen. Also insofern, das ist wirklich jetzt erstmal nur für die ganz einfachen Kreaturen hier am Anfang, am Startpunkt. Will man Größeres, muss man sich ein bisschen gedulden und viel forschen. Ansonsten gibt es noch ein paar Sachen, die wir brauchen, um eben in diese Spirit-Welt zu kommen, selbst dort zugegen zu sein. Die Pilze sind eine Methode, die habe ich in der letzten Folge vorgestellt, haben natürlich den Nachteil, dass sie nur 5 Sekunden eben Haltbarkeit machen, also dass man nur 5 Sekunden dort dann ist. Man kann natürlich einen ganzen Stack fressen, dann ist man 100 Sekunden dort, man kann auch viele fressen. Dann verlängert sich die Zeit, aber das im Kampf dann immer aufrecht zu erhalten und im Blick zu halten, ist natürlich schwierig. Besser ist also etwas, wo man ohne Zeiteinschränkungen sich dort erstmal bewegen kann, weitestgehend oder mit einer sehr langen Zeit. Und das ist das Lesser Totem of the Other Side, was man hier bauen kann. Lumber, Spirit Residue, Adhesive Paste, schauen wir uns gleich an, Topaz, Rough Rope, Crumblestone Bricks. Viel Verschiedenes, aber nicht sehr viel von einer Sorte. Das Komplizierteste ist die Adhesive Paste. In der Adventurous Lodge können wir die herstellen. Hier sehen wir es. Hunting Lodge heißt es, Entschuldigung, nicht Adventurous. Und ist herzustellen mit Gold Puppy Petals, Charcoal, also Kohle und Wasser. Wasser ist ein bisschen nervig, muss man immer wiederholen, die Beutel voll machen, aber ansonsten der Rest ist super easy. Baut man dann zusammen und et voilà, können wir uns das Totem eigentlich relativ easy bauen. Das Wichtigste und Teuerste sind mal wieder die Topas, allerdings diesmal nicht die Sandstone, sondern die normalen. Die kriegt man wirklich relativ häufig. So ein Totem, wie viel habe ich? 4 Stück, bauen wir uns nochmal eins. 5. So, sind also relativ einfach zu bekommen und sehr simpel dann in der Bedienung. Die stellt man auf und die Gegend um diese Totem herum wird dann automatisch zur Spirit-Welt. Es hat eine gewisse Reichweite und wenn man dann halt aus dieser Reichweite rausläuft, ist man wieder in der normalen Welt. Alternativ kann man auch das Totem zerstören oder zerstört bekommen. Da muss man natürlich drauf aufpassen und dann ist das auch beendet, der Spuk. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die das Leben eventuell erleichtern. Wir können einen Spirit Siphon bauen. Es ist in der Tat so, dass es absolut anzuraten ist, mit mehreren Leuten zu zähmen. Dort unten in der Spirit-Welt laufen auch die Lost rum, die müssen beiseite geschafft werden. Wenn einer dann noch dabei ist, kann er den Spirit-Siphon benutzen und somit einen Buff verursachen, der die Zähmung beschleunigt und selbst ein bisschen Zähmung auch noch implizieren. Also es ist nicht ganz verkehrt, da einen zweiten zu haben, der mit dem Siphon unterwegs ist und gleichzeitig
Achso, übrigens, Spirit Siphon, ne? Sunstone, Topaz, Wolf, Fangs, Simple, Attessive Pay, Spirit Residue, relativ viel. Also da an der Stelle. Aber es ist eine Waffe, die man ausrüstet, die braucht dafür keine Munition. Ist auch nichts, was man jetzt tausendmal bauen muss. Insofern ist es nicht so schlimm, dass es ein bisschen mehr kostet. Und derjenige, der Siphon hat, kann eben auch noch die Essence Bond Lure einsetzen. Brauchen wir wieder Sunstone, Topaz, den Essence of Pure Heather. Die Essence haben wir schon hergestellt. Wir wissen, wo Pure Heather wächst. Das war in der letzten Folge zu sehen. Diese gelblichen Pflanzen, relativ nah an der Basis. Einfach mal gucken. Oder in allen Höhlen. Und dann haben wir da die Essence in jedem Mystiker-Tisch zum Beispiel zu bauen. So, und dieses Ding macht Zähmung. Das ist eine Falle, die man platziert und um sie herum ist ein Bereich, die dann Zähmung auf das Tier überträgt. Wenn man da also den Bereich, wo man das Tier beispielsweise durchkeitet, damit ein bisschen zupflastert mit diesen Fallen, dann hat man da eine Chance, eben das auch ein bisschen zu beschleunigen. Hier eben auch die zweite Person, die das Siphon bedient, beispielsweise nicht ganz verkehrt dabei. Eine dritte Person, die Lost wegballert und nebenbei vielleicht ein paar Zähmpfeile mitschießt, ist auch nicht ganz zu verachten. So, und dann haben wir im Grunde genommen schon alles. Eine Alternative zum Totem ist die Potion of the Other Side, braucht Wing Webbing. Die kriegt man von so fledermausartigen Flatterviechern, so Fledermaus-Dämonen-Mixtur. Sind manchmal in Höhlen, ansonsten in der Nähe der Metallfelsen, wo wir uns das letzte Mal auch rumgetrieben haben. Und ansonsten die Sense of Halfmelon und die Skogur Fruit, die haben wir ja auch schon gefunden in den Büschen mit den Früchten, ein bisschen weiter weg von der Basis, also nur ein paar Meter laufen, dann findet man die schon. Ist eine Alternative, hält eine Minute, stackt sich auch, wenn man jetzt 10 ist, ist man 10 Minuten dort, aber kommt halt nicht frühzeitig raus. Ich empfehle einfach das Totem, es ist super simpel. Alternative ist natürlich der Schamane, den habe ich jetzt hier nicht, ich bin Krieger und Pathfinder. Der Schamane hat auch die Fähigkeit, ein Portal zu öffnen, durch das er gehen kann und dann in diese Spirit-Welt gelangt. Genug geredet, jetzt wollen wir was sehen. Wir ziehen los und schauen mal, ob wir ein Tierchen zähmen können. Ich habe den Bogen ausgerüstet, aber auch einen normalen, starken Bogen, um das Tier schnell zu töten. Ich habe ein paar Fallen. Ich habe auch das Siphon dabei. Das haben wir hier. Ich habe den Kristall natürlich und das Totem. Und damit könnten wir erfolgreich sein. Es ist alleine immer schwierig. Zum einen, weil dort eben die Lost noch rumlaufen, die man noch wegkriegen muss. Zum anderen, weil man, wenn man von diesem Tier angegriffen wird, was man eigentlich zähmen möchte, eigentlich immer permanent seinen Kopf vor der Nase hat. Und das hat das Problem, dass der, wir können ja mal so einen großen probieren, der hat vorne keinen Crit-Bereich. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn du jetzt so eine Sau hier nimmst oder einen Wolf oder dergleichen, dann ist es immer so, dass der Kopf meistens der Crit-Bereich ist. Wenn man crittet, während man zähmen will, macht man erstens mehr Schaden und die Zähmung wird deutlich verringert. Also Critten ist echt kacke. Man muss versuchen, dann andere Körperbereiche zu beballern. Ein wichtiger Punkt ist noch, wir werden in der Spirit-Welt vermutlich den Debuff erleiden, die Spirit-Sickness, die verursacht, dass wir sehr viel Wasser und Nahrung verlieren, das werden wir uns dann gleich anschauen können, geht also nicht hungrig und schon gar nicht durstig in dieses Gebiet und nehmt euch ein bisschen Fleisch mit. So, wir versuchen uns jetzt einfach mal diesen Xen. Ich kann nicht versprechen, dass das funktioniert. Wir nehmen uns erstmal den Master Bow, den guten, der viel Schaden macht. Dann werfen wir unseren Kristall auf dieses Tierchen. Wir gehen da, müssen dafür leider ein bisschen näher ran. Was beim Xen jetzt vielleicht nicht ganz so gut ist. Das ist jetzt nichts, was man alleine machen sollte. Hier mit den Einstellungen am Server geht das allerdings. So. Ihr seht es, er ist so ein bisschen, er hat unten so ein paar blaue, Geschwurbel. Ja. Das markiert ihn eben entsprechend. Und wenn ich ihn jetzt töte. Aua. Langsamer, aua. So, zack. Dann stirbt er nicht einfach hier und liegt dann da rum, sondern verschwindet in die Anderswelt. Wir beeilen uns jetzt, die Wunde zu heilen, die wir haben. Und machen dann das Totem. Bauen das hier hin. Und et voilà, wir sind drüben. Und hier steht auch unser armer kleiner Kollege, den wir jetzt zähmen wollen. Ich rüste den Zähmbogen aus. Ich rüste das Power-Siphon aus. Und wir wählen das jetzt auch am Anfang. Und dann ballern wir mal auf ihn drauf. Das mag er nicht. Ja, ihr seht, das gibt jetzt eigentlich keinen Sinn. Es müsste einer permanent. Aua. So, jetzt allerdings sehen wir. Und, oh ja, und das ist genau das, was ich nicht wollte. Jetzt haben wir noch. Ja, der kriegt kaum Zähmung drauf. Wir werden den töten, bevor der 10-Balken oben ist. Moment.
Spirit Taming Bow, die Spirit Arrows, habe ich die auch wirklich ausgerüstet? Ja, also es gibt quasi... Aua, 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 aua. Aber wir können mal probieren hier mit so ein paar Fallen. Aua, lass den Scheiß. Mit so ein paar Fallen was zu machen, aber... Aua. Ich glaube, ich habe am Anfang tatsächlich die falschen Pfeile gehabt. Aua. Oh, ich glaube, jetzt haben wir... Sag nicht, dass der Server gerade abschmiert. Hallo? Hier? Ich glaube, der Server schmiert gerade ab. Was ist los? Heil mich mal zwischendrin. Man muss dazu sagen, es ist so das Gefühl, der gefühlt hundertste... Aua. Ist der gefühlt hundertste Anlauf, einen Zähmguide aufzunehmen. Es hat immer irgendwas nicht so recht funktioniert. Hier war jetzt auch gerade wieder was nicht besonders gut. Auf jeden Fall stellen wir fest, das ist jetzt nicht unbedingt ein Tier, was man gut alleine zähmen kann. Wo doch auch schon wieder irgendwas kaputt ist hier. Aua, 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 aua. Aua, hör doch auf. Wow. Also mit diesen Fallen. Aua, 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 aua. Mein Bogen ist auch bald kaputt. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Das wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Okay, wir müssen auch mal so ein bisschen was. Ja, 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 komm, wir kriegen das hin. Aua. Fallen wieder hin. Bogen wieder schnell genommen. Bogen! Ja, wir schaffen das. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nein, 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 Totem, du Idiot. Nein, es ist alles weg. Wow, okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Tatsächlich, das Totem hält dann jetzt auch nur eine Weile. Oh nein. Es hätte geklappt. Es hätte geklappt, wenn wir... Nein, ist das nicht wahr. Es ist nicht wahr. Das war jetzt die letzte Falle. Alter Vater, alter Vater. Alter Vater. Es ist wirklich übel. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt noch bevor... Was ist eigentlich, wenn man in das Bildfeld stirbt? Das ist mal eine interessante Frage. Habe ich bisher noch nicht hingekriegt. So. Dann sehen wir das jetzt hier im Guide. Ich habe mir natürlich auch wirklich mit das Härteste rausgesucht. Boah, ist das übel. Boah. Lass das. Oh oh. Komm schon. Also mit normalen Settings hätte ich das nie geschafft. Ganz klare Sache. Komm schon. Tame successful. Jawohl. Oh. Hier sind wir gerade wieder raus aus der Grenze. Alter, ein Stück weiter. Das hätte wieder nicht geklappt, ne? Hier ist die Grenze, man sieht sehr gut dann auch, wo das Totem wirkt. Ja, das war knapp. Also ihr seht, Zähmen alleine ist, wow, ja, ist heftig. Dazu bin ich gerade jetzt schon am Verhungern, dank der Spirit Sickness, die stackt hoch. Ich muss jetzt mal schnell ans Wasser. Aber lass mich in Frieden. So. Und dann nehmen wir uns den anderen Bogen. Ah ne, der hat schon wieder abgelassen, das ist gut. Wow, okay, jetzt also einmal nochmal die Wunden heilen, dann schauen wir uns die Spirit Sickness dabei an. Na komm. Darf nichts anderes drücken. So. Die ist hart. 3% pro Stack, wir waren glaube ich auf 8 insgesamt hoch, gibt es an Lebensreduktion, ja.
Dazu 100% Hydrations- und Energieverlust pro Stack. Das heißt also jetzt hier 500% schnellere Verlust. Ihr seht, wie runter das geht. Allerdings geht jetzt, wenn wir raus sind, auch die Spirit Sickness schnell runter. Das da unten, Decaying in einer Stunde 38, das ist nicht richtig. Es geht wesentlich schneller weg, auch der letzte Stack verschwindet relativ schnell. Aber auch wenn man eben raus ist aus der Spirit-Welt, sollte man noch eine ganze Weile, ich laufe jetzt hier mal außen rum, ach, da ist es auch weg. Auch wenn man raus ist aus der Spirit-Welt, sollte man relativ schnell zusehen. Hier sind noch die Fallen, die unbenutzten. Sollte man relativ schnell zusehen, noch sich ein bisschen Wasser und dergleichen zu holen und das immer im Auge behalten. Aber ihr seht, jetzt sind nur noch zwei Stacks. Jetzt wird das Ganze schon etwas angenehmer. So, wir haben jetzt tatsächlich unglaublich den Yxen gezähmt. Das war ein harter Kampf. Fies war, dass das Totem also zwischendrin tatsächlich verschwunden ist. Das geht also nach einiger Zeit kaputt. Vielleicht war es auch im Kampf kaputt gegangen. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht genau beobachten können. Jetzt haben wir also den Yxen. Wenn wir weiter weg sind, können wir das uns auch anschauen, dieses Tierchen. Das haben wir jetzt hier. Leben 675. Wir können es aber nicht aktiv setzen. Wir können immer nur ein Tier aktiv haben. Das sehen wir hier unten und können dieses mit Z rufen. Ja. Erst am Spirit Stable, wenn wir dort sind, können wir ebenfalls mit der Taste O das aktive Tier wechseln. In dem Fall kann ich jetzt sagen, Yxen ist aktiv. Und da sehen wir eben auch was ganz Wichtiges. Dieses Tier hat ein Rating von 363 von 1000. Jedes Tier, wir können uns das gerade draußen nochmal anschauen, habe ich eben verpennt, richtig zu zeigen. Jedes Tier hat einen Level und einen Rating, wenn es denn Tiere gibt. Das Rating gibt im Grunde genommen vor, wie gut die Grundwerte dieses Tieres sind. Zwischen 0 und 1000 sind, wie gesagt, die Punkte. Je höher, desto besser. Je höher allerdings auch, desto schwieriger ist dieses Tier zu zähmen. Man bekommt es angezeigt, wenn man eine Waffe ausrüstet, das Tier markiert. Dort sehen wir ein Pet-Rating von 50 und ein Level von 3. Oben rechts ist die Levelzahl. Und da sollte man also drauf achten. Innerhalb dieser Tiere gibt es also unterschiedliche Level und unterschiedliche Pet-Ratings. Wenn wir ein Tier gezähmt haben, levelt das. Es startet mit Level 1. Müsste jetzt so sein. Ja, genau. Es startet mit Level 1, unabhängig davon, was vorher war. Behält allerdings sein Pet-Rating. Das levelt nicht weiter mit. Das ist der Fixwert sozusagen, auf dem dann das ganze Gelevel, was dann anschließend kommt, aufbaut. Unser Yxen wird also zwar ordentlich Punkte machen, aber eben sein Rating nicht verbessern können. So, wir gehen da jetzt rein, setzen das Tier, müssen noch näher hin, setzen das Tier aktiv. Ach, ist es schon? Hat man schon gemacht, genau. Umbenennen geht leider noch nicht. Kann da nichts eingeben, auch wenn man auf den Stift klickt, nicht. Das scheint noch einfach immer nicht drin zu sein. Hier, Undo, Copy, Paste, ja, interessant. Gut. Und ich würde sagen, wir rufen ihn mal. Wir rufen ihn mal, allerdings ist hier drin sehr, sehr eng. Insofern rufen wir den lieber draußen. Ah, da. Da ist er, unser Yxen. Er hat... Bleib stehen! Man kann ihn jetzt noch nicht so weiter Befehle geben. Das ist noch ein bisschen schade. Bleib stehen, habe ich gesagt! Also er hat ein Inventar und er hat 470 Gewicht, was wirklich recht viel ist. Wenn man überlegt, dass ich jetzt hier natürlich alles hochgesetzt habe. Wir können ihn jetzt reiten, wir können sein Inventar öffnen, wir können ihn auch einfach wieder wegschicken und eben mit Z jederzeit wieder rufen. Wir können ihn aber, wie gesagt, auch einfach reiten, dazu einfach Z drücken, wenn man in der Nähe ist. So. Und dann können wir loslegen. Bisschen zäh, das Ganze. Was auch noch auffällig ist, bei Level 1 machen sie halt wirklich noch nicht viel. Wir können jetzt mal schauen, ich weiß gar nicht, was ich mit ihm hier machen kann. Roughwood Logs kriege ich hier raus, 26. Wenn ich jetzt hier mit der Axt unterwegs bin, bei meinen Werten, die ich eingestellt habe, wäre das wesentlich mehr. Das muss man einfach bedenken. Die farmen zwar ganz gut dann diese Sachen, allerdings skaliert es nicht hoch mit den Server-Settings. Allerdings ist es wohl so, ihr habt dieses Dumm-Dumm da jetzt gehört, dieses Tier levelt automatisch. Wir sind jetzt bereits Level 4. Achtet mal auf die Werte, 190, 715, 498, schauen, wann die nächste Drommel kommt. Bum, bum, da war sie.
So, jetzt haben wir 194 statt 190. Ich glaube, hier waren wir 718 oder was. Hier waren wir bei 490. Es geht also automatisch hoch. Man kann da jetzt keine Punkte verteilen. Das Rating immer noch 363. Und was wir auch jetzt mal gucken können, ist, ob dann jetzt mehr Loks rauskommen. Das waren jetzt 20, nee, jetzt sind es 17. Also das skaliert jetzt nicht unbedingt damit hoch. Insofern sind die bei Servern, wo man die Werte hochsetzt, nicht unbedingt dafür geeignet, wirklich jetzt hier zu farmen. Mit Z steigen wir wieder ab. Und wir können dieses Tier auch umherstreifen lassen. Ich probiere das gerade mal. Wir gehen mal hier in den Wald und steigen dort ab. Und dann fangen die auch sehr häufig an, selbstständig zu farmen. Na, komm mal her. Na, genau, da sehen wir es schon. Hier bin ich, hier. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ein bisschen dumm sind sie halt, ne? Sind halt Xen. Was willst du machen? Viel Horn, wenig Hirn. Ja. Da. Jetzt, da. Genau, jetzt hat er wieder einen Baum entdeckt. Sehr schön. Kannst du auch den anderen Baum, oder? Naja, also ihr seht, sie farmen selbstständig. Man könnte den jetzt da laufen lassen. Das Ding ist, er folgt mir halt. Aber wenn man hier jetzt absteigt und ohnehin irgendwas farmt, kann man den auch nebenher farmen lassen. Zumindest auf normalen Servern. Wie gesagt, das ist natürlich schade. Es gehen wahre Ressourcen verloren, wenn man den jetzt hier farmen lässt und eben diese Sachen nicht selbst wegmacht. Ansonsten, er hat es im Inventar. Wenn ich jetzt allerdings sagen würde, komm, hau ab, dann lässt er, ups, an der komischen Stelle, aber er lässt es fallen. Das Inventar bleibt erhalten. Also falls man es vergisst, vorher das Tierchen auszuladen, kann man hier eben dann trotzdem die Sachen mitnehmen. So, das eigentlich soweit zu den Tieren, wie man sie zähmt, wie man sie ruft. Ihr habt das Zähmen jetzt gesehen, es war nicht ganz simpel. Es ist ein bisschen schief gelaufen, das hat dann aber auch die Tücken ein wenig gezeigt. Und wie gesagt, wenn wir da jetzt zu zweit gewesen wären, einer hätte einen Power-Siphon gehabt, hätte vielleicht auch den Distotem irgendwann mal erneuert, hätte die Fallen aufgestellt und der andere hätte dann in Ruhe da seine Pfeile gesetzt, wäre das Ganze auch gut gelaufen. Eine ganz wichtige Info zum Schluss. Derjenige, der den ersten Zähmpfeil platziert, dem gehört das Tier. Danach können auch alle möglichen anderen auf dieses Tier mit den Zähmpfeilen ballern. Aber wenn einer sagt, das soll meins werden, dann muss der den ersten Zähmpfeil machen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten ist, wie gesagt, ja, freie Schussbahn, da kann jeder loslegen, jeder mithelfen und Fallen platzieren und dergleichen. Also, erster Fall, dann das Siphon, dann kann wieder frei geschossen werden. Diese Reihenfolge sollte man schon beachten und dann ist das Ganze relativ simpel im Startgebiet. Bei den späteren, wie gesagt, braucht man die fortgeschrittenen Pfeile oder eben wirklich ein gutes Team, um das mit den Billigpfeilen sozusagen hinzubekommen. Wir werden das heute im Livestream, heute ist Freitag, heute im Livestream, 20 Uhr, twitch.tv/koyaletsplayer, geht's weiter mit Rent auf unserem Community-Server mit allerlei Gemetzel und wir werden die erste Reckoning-Welle haben und wir werden aber auch das erste Zähmen versuchen und da sind wir in der Gruppe unterwegs. Schaltet also ein, schaut's euch an, vielleicht klappt's, ich hoffe es zumindest und dann haben wir da auch unsere ersten Tiere und vor allen Dingen sehr spannende Aktivitäten zusammen. Da freue ich mich schon sehr drauf, ich hoffe wir sehen uns, ansonsten auch natürlich jederzeit wieder gerne hier. Im Guide oder im Live-Let's Play, das, was wir in den Livestreams machen, nehme ich auch auf und kommt hier dann täglich momentan noch als Folge auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Erfahrungen beim Taming gemacht habt, die ich hier nicht erwähnt habe, oder Fragen habt, haut's in die Kommentare. Däumchen nach oben freut mich immer, wenn es euch weitergeholfen hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!